Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen, ich bin gerade sehr zufrieden mit diesem Let's Play. Auch nach anfänglichen Startschwierigkeiten. Das war jetzt eigentlich doppelt gemoppelt. Egal, jedenfalls, willkommen zurück zu Hercules. Mit Skeletten. Die mich irgendwie, wenn sie so liegen, von der Form her, nicht von dem Aussehen her, aber von der Form her, an Brathähnchen erinnern. Schon cool gemacht. Auch wie die so auseinanderfliegen. Schon geil. Da muss man echt schnell reagieren manchmal. Ich weiß auch noch nicht so ganz, ob es da einen Unterschied gibt in der Farbe. Oder ob das relativ egal ist. Also ob die unterschiedliche Härtegrade darstellen oder... Weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht das immer aus, als wenn hier überall so Brathähnchenkeulen rumliegen. Skelettierte Brathähnchenkeulen natürlich. Also mumifizierte Brathähnchenkeulen aus dem alten Griechenland. War bestimmt eine Delikatesse. Oh. Leute. Beschwert euch nicht, wenn ich euch irgendwann hier abfackel. Obwohl, ich gehe doch noch mal lieber da oben her. Wenn ihr da einfach so rumsteht, so doof. Was haben wir denn hier für einen Spalt? Kann man da... Nee. Vor allem, die kommen aus den Steinritzen raus. So interessant. Muss man auch erstmal machen. Erstmal links rum, würde ich sagen. Und meine Lieblingswaffe. So, mal schauen, wo wir jetzt hier hinkommen. Nur hier hin, okay. Also nichts verpasst. Ach, ich liebe das. Das ist ein schönes Spiel. Hab gerade ein bisschen improvisiert. Ich weiß gar nicht, ob das ausnahmslos auch Musik aus den Filmen ist. Weiß es nicht. Oben links ist noch eine Plattform. Da sind noch welche. Ist mal hier hoch. Also bis jetzt ist es ein bisschen rar mit Buchstaben. Ich meine ja nur so. Ja, wie sollte ich das denn jetzt sehen, wo die Plattform ist? Das ist echt... manchmal schon ein wenig tricky, aber so tricky, dass es mir gut gefällt, dass es so tricky ist. Ich hoffe, ihr könnt verstehen, wie ich das meine. Also angenehm tricky, könnte man auch sagen. Ah, ey, das gibt's doch nicht. Anlauf springen vielleicht oder am Weih. Ich versuch's einfach nochmal. Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Ach ja. Ich werde gerade echt wieder zum Kind hier. Jetzt bin ich da dran vorbeigesprungen. Ich weiß, das habt ihr gesehen und das hätte ich nicht so sagen müssen, aber hab das gesagt, weil mich das gerade ein bisschen geärgert hat, weißt du. Du Zuschauer, du einer, du. Das gibt's doch nicht. Gibt es doch nicht. Ah. Ups. Ich wollte heute eigentlich Let's Test aufnehmen zu einem anderen PlayStation-1-Spiel. Soll ich es verraten oder soll ich es nicht verraten? Ich glaube, ich verrate es einfach, weil ich es so oder so mal irgendwann machen werde. Wobei... vielleicht mache ich dann davon auch direkt ein Let's Play oder auch nicht. Mal gucken.
Okay, ich glaube, das war's aber da auch. Okay. Verrate ich es jetzt? Verrate ich es jetzt? Nee, ich verrate es noch nicht. Man muss ja auch nicht immer alle Geheimnisse preisgeben. Findet ihr nicht? Nein, findet ihr nicht, weil ihr es gerne wissen möchtet. Ich weiß es. Aber... Achso, ich muss die erst kaputt machen. Ich dachte, warum bleibt der jetzt da stehen? Stimmt, hatte ich ja noch nicht gemacht. Ist hier noch irgendwas? Irgendwer? Nö. Ach, das ist nur eine Ziege. Ich wollte schon sagen. Mal eben hier drauf. Ich hätte eigentlich jetzt aus Erinnerung gesagt, dass der Kerl, mit dem wir uns da vorhin einen Kampf geliefert haben, dass der wirklich der Endgegner hier auch gewesen wäre, aber ist er anscheinend ja nicht. Sonst würden wir hier nicht weiterspielen. Konnte man da sonst noch irgendwo hin? Nö, ne? Ach, die Viechers. Jetzt kommen sie, ne? Da hinten sind sie, die Schattendämonen. Auf jeden Fall lieber das hier. Ich glaube, alle können wir eh nicht retten. Aber vielleicht die meisten. Schon eigentlich ganz cool gemacht. Da-da-da-da-da. Lasst ihr die braven griechischen Steuerzahler in Ruhe. So, will ich doch meinen. Kann man da vielleicht was machen? Hier durch? Kann man auch nicht? Vor allem, wo gehen die da rein? Da ist doch überhaupt nichts. Vor allem, die laufen immer noch in Panik herum. Es ist vorbei, liebe Leute. Es ist vorbei. Wo, ich bin auch doof. Obwohl, jetzt hätte ich in der Erinnerung nicht unbedingt wissen können, ob diese Schattendämonenviecher hier jetzt vor diesem komischen Zentaurenkampf da von vorhin kamen oder danach. So, jetzt gehen wir unnötigerweise nochmal hier oben hin, damit wir hier weitergehen können. Geht doch noch länger, als ich dachte hier, das Level. Ah, hahaha, jetzt sehe ich sofort. Ich hoffe, ich habe vorher noch nicht sowas verpasst, aber... Dürfte ich eigentlich nicht. Es ist die zweite Vase laut meinen archäologischen Aufzeichnungen, die wir hier gefunden haben. Also nicht die Aufzeichnungen haben wir gefunden, aber die Vase. Ne, also, wisst ihr Bescheid, Stoiber. Der Hauptbahnhof in München grenzt direkt an Athen, Theben mit dem neuen Transrapid, Stoiber. Ha, sagt er. Da ist wieder so ein Exhibitionist und da kommt... Da kam gerade eine Ziege vom Himmel geflogen. Habt ihr das gesehen? Müsst ihr mal im Nachhinein sehen. Links oben im Video an der Stelle, wo ich von dem Exhibitionisten spreche. Was wird das eigentlich hier? Chicksen treffen oder was? Ich weiß auch nicht. Ich weiß es auch nicht, du. Also... Muss man das verstehen? Ich glaub nicht. Vor allem, wo ist die Ziege jetzt hin?
Ziege ist wieder weg. Dun, 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 da ist eine Vase. Dun. Ach ja. Aber wie gesagt, machen wir eben wieder eine Aufzeichnung hier, einen Strich. Ich hätte jetzt ja auch sagen können, ich arbeite jetzt irgendwie mit Safe States oder sowas, das geht ja mit dem Emulator, aber ehrlich gesagt möchte ich dann auch die Suppe, boah, wollte ich die Suppe auslöffeln, die ich mir angebrockt hatte, indem ich dann Game Over hatte. Und da dachte ich mir, komm, dann machst du das auch korrekt. Kann ich hier runterspringen? Hier nochmal zurück. Ach, das war das hier, ne? Gibt's mir nochmal was? Nee. Vor allem, es ist ja noch nicht mal ein echter Exhibitionist, aber er grinst geil. Muss ich mir lassen. Der ist ja noch nicht mal nackig unten drunter. Das will ein Exhibitionist sein, also... Man merke sich, die griechischen Exhibitionisten von früher sind auch nicht das, was sie noch nie waren. Die ist relativ selten hier, die gute Frau. Aber die Zeit deutet auch immer darauf hin, die ist indirekt eine Gefahr, weil sie ja darauf hindeutet, dass hier dann Gesteinsstücke auf uns niederhageln. Nicht Kopfnüsse, sondern Gesteinsstücke. Aber Gesteinsstücke wie Kopfnüsse quasi. Also, das erinnert mich immer ein bisschen mehr an Ägypten hier, als an Griechenland, ehrlich gesagt, an das Antike. Ich das so sehe. Ach ja. Ich hab's irgendwie im Gefühl, ist bestimmt total unbegründet, aber ich hab's irgendwie wieder im Gefühl, dass ich schon irgendwas übersehen habe an Buchstaben. Egal. Na, eigentlich nicht egal. Obwohl, ich habe ja andererseits gesagt, wenn ich das richtig gesehen habe, wow, dann, ist das hier so? Warum ist das so blau hier unten? Dann ist das ja hier so, dass die nicht unbedingt chronologisch auftauchen. Das heißt, es kann auch sein, dass ich die noch nicht übersehen habe. Habe ich jetzt hier in der Ecke alles gefunden? Ich glaube schon, ne? Mal eben gucken. Ich möchte auf Nummer sicher gehen. Nee, habe ich... Hahaha, gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. So viel zum Thema chronologische Buchstabenfinderei. Also Heku haben wir bis jetzt. Könnte auch eine Marke sein, Markenname. So goldene Buchstaben von Heku Design. Sollte er sich vielleicht mal Gedanken drüber machen, ob er das nicht irgendwie patentieren lassen könnte. Wenn es mal mit der Heldenkarriere nicht mehr so läuft. So, Folge vorbei. Spaß immer noch vorhanden. Und den nehme ich mit in die nächste Folge. Ihr hoffentlich auch. Bis denn!